Es war einmal ein Bauer, der ein verlassenes Adlernest fand und darin war noch ein warmes Ei. Und es war kein Zeichen von seiner Mutter oder seinen Geschwistern zu sehen. Und so fürchtete der Bauer um das Leben des kleinen Adlers und brachte das Ei zurück zu seinem Hof und legte es in das Nest einer seiner Hühner. Nach 2 Wochen schlüpfte das Ei und heraus kam ein kleines Adlerbaby. Die Hühner kümmerten sich um den Adler wie um ein kleines Huhn. Und so wuchs der Adler zusammen mit den anderen Hühnern auf. Der suchte nach Getreide und aß mit den Hühnern zusammen. Als es anfing zu regnen, er tat genau das, was all die anderen Hühner ihr ganzes Leben lang taten. Der verbrachte sein ganzes Leben im Hof und blickte selten auf, weil alle anderen Hühner nie aufgeschaut haben. Nachdem er ein sehr langes, unbequemes Leben im Hühnerhof gehabt hatte, war er sehr alt und eines Tages beschloss er, seinen Kopf zu heben und so sah er den wunderschönen Himmel. Und plötzlich sah er einen Adler über ihm schweben. Den Himmel betrachtend, seufzte das alte Geschöpf und sagte zu sich selbst, ich würde so gerne wie dieser Adler fliegen. Du siehst, im Leben hast du nur ein Leben. Lass dir von niemandem sagen, was du kannst oder nicht kannst, denn es liegt nur in dir. Du wurdest als Adler geboren und wusstest noch nicht, was für Fähigkeiten du hast und was für dich noch alles möglich ist. Alle Kraft und Durchhaltevermögen, die du brauchst, um alle deine Träume in deinem Leben zu erfüllen, sind bereits in dir. Deine Entscheidung, nicht in den Himmel zu schauen und zu verstehen, dass du doch ein Adler bist, kann dir sehr viel Zeit kosten. Und es kann sein, dass du es viel zu spät bemerken wirst und bereuen, dass du dein Potenzial nicht verwendet hast. Also verfolge heute schon deine Träume und glaube daran, dass du alles erreichen kannst.